Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil zu unserem wundervollen Thema Hausautomatisierung. Ich habe jetzt das letzte Mal das Zigbee-Relais in Betrieb genommen. Das ist nach wie vor unten im Sicherungskasten eingebaut, funktioniert. Auch über die Heimautomatisierung kann ich das ein- und ausschalten. Wie ich aber gesagt habe, will ich das ja mit einem Schalter ein- und ausschalten. Und bei einem, warte mal kurz, na, man sieht Werbesendung, sieht man eh. Dann darf ich auch Namen nennen, wenn da Werbesendung steht. Bei IKEA gibt es für 10 € ein komplettes Set. Glühbirne plus hier unten zu sehen ein Ausschalter. Und das habe ich mir jetzt einfach mal geholt. Und es gibt auch so Repeater, die man an die Steckdose steckt, falls das Signal zu schwach ist, was hier jetzt über 4 Stockwerke, Keller, Erdgeschoss, erster und zweiter Stock der Fall ist. Also bei IKEA kriegt man das relativ günstig, das Zeug. In dem Fall 10 € für eine intelligente Lampe. Man kann nie genug intelligente Lampen haben. Und eben den Schalter. Der Schalter allein, glaube ich, kostet so um die 6 €. Nagelt es mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht. Es gibt noch einen besseren Schalter mit mehr Funktionen für RGB-LED-Lampen und so weiter. Aber für unseren Zweck reicht jetzt der erstmal. Dann nehmen wir das Ganze mal in Betrieb, fügen es unserer Hausautomatisierung hinzu. Und dann schauen wir mal, wie wir die Automatisierung hinkriegen, dass wenn man den Taster gedrückt hält, unten das Relais ein- und ausgeht. Und dann war es das eigentlich. Dann haben wir die wichtigsten Sachen abgeausend, hätte ich gesagt. Dann kommen nur noch sporadisch Videos zum Thema Hausautomatisierung. Dann auch hier in dieser Playlist Hausautomatisierung. Also wenn es dazu nichts verpassen wollt, einfach abonnieren. Aber das hört es ja eh bei allen anderen Kanälen tausendfach. Abonnieren ist wichtig und so weiter. Deswegen legen wir jetzt gleich los. Ein Hoch auf meine 1000 Kameraansichten. Somit können wir das gleich hier live auspacken. Ihr könnt gleich direkt zugucken. Ihr seid live dabei. Wir haben hier den Schalter. Es ist zwar viel zu hell, aber die Kamera da oben, die taugt einfach nichts. Wir haben hier den Schalter. Wir haben die Glühlampe. Ich zeige es euch auch nochmal so. Intelligente Glühlampe wie immer hier unten. Diesen komischen weißen Kringel, den niemand hübsch findet. Oben Plastisch und innen drin wahrscheinlich LED und etwas Intelligenz. Ich habe schon mal probiert, so ein IKEA-Teil auseinanderzumachen. Das ist danach kaputt, deswegen mache ich es nicht. Wir haben eine CA2032 Batterie drin und wir haben hier ein Klebepad, ein dickes Klebepad. Wir haben hier das Teil, es ist magnetisch und es ist quasi hier so ein Metallteil dabei, das man irgendwo hinschrauben kann, irgendwo hinkleben kann. Oder man kann es, oder da ist nochmal so ein weiteres Klebeteil dabei. Ich glaube, an eine Glaswand irgendwie mit dem. Oder halt an Kühlschrank oder was man halt gerade so benötigt. Wir schrauben das ganze Teil jetzt erstmal auf, denn wie gesagt, da ist die HIO hergekommen. Wir müssen es ja sowieso aufschrauben, um die Batterie einzulegen. Da müssen wir das ganze Ding erstmal dazu anlernen. Hier ist der Magnet versteckt, ein kleiner Neodym-Magnet. Hier ist die Platine drin. Wir schrauben die jetzt mal auf. Und schauen uns an, was da so verbaut wurde. Damit ihr mir jetzt nicht zugucken müsst, wie ich das Teil jetzt hier mühsam auseinanderschraube. Ein kleiner Zaubertrick. Upp, keiner hat es gesehen. Und schon ist es auseinandergeschraubt. Das ganze Teil ist nicht nur magnetisch. Ich fand das schon cool, dass das magnetisch ist. Nein, es ist auch noch wasserdicht. Das heißt, das hier vorne, diese Gummifolie, ist draufgeklebt. Schraubt es also nicht komplett auf, so wie ich es gerade mache. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Die Platine wunderschön in weiß gehalten auf der Rückseite der Batteriehalter von der Platine. Und die Vorderseite, ja, relativ unspektakulär hätte ich jetzt gesagt. Wir haben hier unten und hier oben die Taste jeweils, wo ein- und ausgeschalten wird. Wir haben hier einen kleinen Quarz. Wir haben hier drauf einen EFR32. Das ist von der Firma Silicon Labs. Auch wieder so ein integrierter Chip, wo Bluetooth und so quasi standardmäßig mit drauf ist. Hier auf der Seite einen I4BEB5. Das wird vermutlich ein EEPROM oder sowas sein, würde ich mal ganz stark tippen. Ansonsten ein bisschen Beschaltung drumherum, jetzt nicht großartig irgendwie. Step up, Step down oder sowas. Das versorgt sich einfach aus den 3,3 Volt. Was man jetzt hier unter meinem Finger noch erkennen kann, ist die Antenne mit etwas Anpassung, klassische F-Antenne, mit eben hier nochmal etwas Anpassung, Spule, Kondensatoren, damit eben die Antenne auf diesen EFR32 angepasst ist. Ja, dann baue ich das Ganze wieder zusammen. Also ich nehme einfach das, was ich noch nicht auseinandergebaut habe hier. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, wie es funktioniert. Wir packen erstmal die Batterie rein. Die hält dann von alleine schon mal. Man sieht auch hier wunderschön,
einen Dichtungsgummi drumherum, das Transparente hier. Damit man da eben auch wasserfest ist, damit da kein Wasser reinkommt. Wir haben hier einen Link-Knopf, den müssen wir jetzt gleich betätigen. Wenn man nicht das richtig mitgekriegt hat, ist diese Lampe und der Schalter miteinander gepaart. Also ich könnte das jetzt einstecken, könnt quasi hier drücken und dann geht die Lampe aus und ein. Wollen wir natürlich nicht, denn das Ding muss natürlich auf unserer Heimautomatisierung auch funktionieren und nicht mit der Lampe nur und sonst mit keinem anderen. Dazu, wie bekannt, in unsere Decons-App hineingehen, Foscon öffnen, einen neuen Switch hinzufügen, den einen, den ich zerlegt habe, den gibt es jetzt schon. Wir klicken hier auf Add New Switch, sagen hier direkt IKEA und jetzt fragt er uns, haben wir einen Remote Control, haben wir einen Dimmer, wir haben einen Remote Control und jetzt muss man quasi diesen Knopf viermal innerhalb von 5 Sekunden drücken, 1, 2, 3, 4 und jetzt fängt es da innen drin rot zu blinken an und leuchtet und fadet und jetzt leuchtet es durchgängig. Und wie man im Hintergrund erkennen kann, hat er hier auch den Switch schon erkannt, den Drahtfree On-Off. Den klicken wir jetzt an und benennen ihn gleich um, damit wir dann auch wiederfinden, weil Drahtfree, wie immer man das ausspricht, das kann ich mir niemals merken. Hauptschalter, Fertigung nennen wir das Ganze. Rename. Und dann findet man das Ganze dann auch hoffentlich gleich in unserer App. Wenn wir den jetzt drücken, passiert jetzt hier noch nichts. Man sieht jetzt hier keine Reaktion und gar nichts. Um den Schalter jetzt hinzuzufügen, gehen wir erst auf Configuration und dann auf Devices. Sollte er noch nicht auftauchen bei euch, kann es sein. Also bei mir war es gerade so, ich musste Home Assistant neu starten, weil eben ich eine Beta habe und das gerade irgendwie kommuniziert, Decons und dieses Home Assistant nicht, wie es soll. Ihr geht danach auf Devices und dort drin könnt ihr direkt suchen und zwar nach Fertigung haben wir es genannt irgendwie, ne? Hauptschalter Fertigung, den haben wir dann auch schon hier. Und da haben wir jetzt einen Batteriestand oder was auch immer, großartig sonst nichts dabei noch. Wir können, wenn wir den jetzt drücken, passiert erstmal nichts. Das interessiert den noch nicht. Wir müssen jetzt dazu eine Automation, also eine Automatisierung hinzufügen. Das geht auch ganz easy. Wir klicken einfach hier auf Plus. Und dann schlägt er uns schon mal einiges vor. Turn on Remote Button Short Press, Turn on Remote Button Long Release, Turn off Remote Button Long Press. Also er unterscheidet zwischen kurz gedrückt und lang gedrückt. Das ist schon mal sehr cool, weil ich werde einfach kurz gedrückt den Einser machen, dass man einschalten kann, den Hauptschalter unten. Und ich werde so machen, dass man den Ausschalter lang gedrückt halten muss. Weil wenn man nämlich nur kurz irgendwo mal dagegen stoßt und unten die Fertigung macht, und alle Geräte sind aus, das wäre eher doof. Deswegen Turn off Remote Button Long Press, das können wir uns schon mal annehmen. Dann nennen wir das Ganze jetzt, benennen wir das Ganze mit einem sinnvollen Namen, in dem Fall jetzt Fertigung ausschalten. Und wir haben jetzt hier Device, Hauptschalter Fertigung, Turn off Button continuously pressed. Also den Ausschalter continuously pressed, lang gehalten, dann passiert quasi was. Und in unserem Fall haben wir eine Action, die wir gerne auslösen würden. Und zwar würden wir gern schon richtig vorgeschlagen Device. In unserem Fall den Hauptschalter. Nehmen wir aus. Turn off Hauptschalter. Wir speichern das Ganze und haben damit unsere erste Automatisierung schon mal drin. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen auf unser Gerät, haben wir hier schon die erste Automatisierung hinzugefügt, Fertigung ausschalten. Wir wollen es natürlich auch noch einschalten, also fügen wir noch eine zweite Automatisierung hinzu. Turn on Button pressed, wieder wie vorhin. Wir nennen das Ganze Fertigung einschalten. Single Default, Hauptschalter Turn on Button pressed. Und wir wollen auch wieder den Hauptschalter entsprechend in diesem Fall jetzt einschalten. Turn on Hauptschalter. Wir speichern das Ganze und somit wird es hinzugefügt und wir können in den Keller runtergehen und schauen, ob es auch funktioniert. Das Ganze jetzt hier liebevoll dagegen geschraubt mit dem magnetischen Halter, der echt richtig gut funktioniert. Ich hätte es jetzt auch irgendwo hier dagegen kleben können, aber ich mag es lieber hier hinten irgendwo separat haben. Man kann es ja hinmachen, wo man will, wenn es magnetisch ist. Plastik, nicht magnetisch.
Wir testen das Ganze mal, ob es immer noch funktioniert, wenn ich den Einschalter betätige. Deswegen habe ich jetzt hier noch aufgehabt, dass man sieht, ob was passiert innen drin. Klack, das Licht geht an. Hier schaltet es auf grün. Das Schutz zieht an. Den Ausschalter betätige. Passiert nichts, wenn ich den Ausschalter länger gedrückt halte. Geht hier alles wieder aus, so wie es sein soll. Das freut mich, dass es funktioniert hat. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen soweit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Bis bald, danke.